Es gibt Menschen, denen wir fasziniert beim Denken zuschauen, also während sie sprechen und dabei einen klugen Gedanken an den nächsten knüpfen. So ein Exemplar ist er, der Philosoph Jürgen Habermas, einer der wichtigsten Denker unserer Demokratie. Anlässlich seines 95. Geburtstags heute hören wir ihm also einen Moment zu und lassen uns gerne überzeugen, warum in einem Rechtsstaat gemeinsam gestritten werden muss und warum man eine Entscheidung manchmal einfach akzeptieren sollte. Solange wir auf dieser Rechtsebene reden, sind die Dinge noch klar, weil sie selbstläufig organisiert sind. Das ist ja Teil der Verfassung. Die Verfassung rechnet doch damit, dass das ganze bürgerliche Leben nur aus Konflikten besteht, die nach bestimmten Regeln gelöst werden müssen. Und zwar so, dass sie als legitim akzeptiert werden. Und sie werden als legitim akzeptiert, weil das Ganze demokratisch organisiert ist. Und warum? Es ist überhaupt die einzige Legitimitätsquelle, die wir haben. Weil Inklusion und Deliberation die einzigen beiden Quellen sind, die übrig geblieben sind, nachdem alles andere in diesem Wahlstrom des Pluralismus zermahlen worden ist. Und wenn man sagt, na gut, wenn unter diesen Bedingungen jeder hat eine Chance, ja oder nein zu sagen, und es war immerhin, wir haben uns bemüht, die richtigen Themen und Argumente pro und contra auf den Tisch zu bringen, okay, selbst wenn wir dann ganz anderer Meinung sind, for the time being, es ist die beste Entscheidung, die wir kriegen können. Das heißt Demokratie. Und da muss man zustimmen. Das gehört auch zu den Dingen, das ist sozusagen die vierte Kategorie von Grundrechten, nämlich unsere politische Teilhabe an demokratischen Verfahren. Ja nun, dem muss man in der Tat zustimmen. Wenn man dem nicht zustimmt, dann muss man eben nach Iran auswandern. Nach Iran auswandern. Mehr zu Jürgen Habermas finden Sie auf kulturzeit.de. Das deutsche Grundgesetz ist, so sehr wir es dieses Jahr auch feiern, nach wie vor ein Provisorium. Seit 75 Jahren schon, damals so angelegt, damit einer gesamtdeutschen Verfassung bloß nichts im Wege stehen würde bei einer möglichen und erhofften Wiedervereinigung. Als die dann Jahrzehnte später endlich kam, tja, da wurde die Chance verpasst, das Provisorium zu einer Dauerlösung zu erweitern. Und genau das fordert Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow jetzt. Eine Volksabstimmung über das Grundgesetz. Denn dass der Graben zwischen West und Ost so tief ist, das liegt für ihn auch daran, dass die Ostdeutschen einfach nie gefragt wurden. Raik Wieland mit einem aufschlussreichen Blick zurück und nach vorne. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Mit Ja haben 294 Abgeordnete gestimmt. Sternstunde der deutschen Einheit und zugleich Ende einer Illusion. Mit dem Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, wie hier am 23. August 1990 nachts um 2.47 Uhr nach fast sechsstündiger Debatte, ist klar, die scheidende DDR wird keine eigene erneuerte Verfassung in den Vereinigungsprozess einbringen können. Bis zum Schluss hatte eine Kommission des Runden Tisches daran gearbeitet. Die Juristin Rosemarie Will war dabei. Uns war klar, dass es ganz schnell auf die deutsche Einheit zuläuft. Wir hatten aber die Hoffnung, dass die frei gewählte Volkskammer sich an eine Verfassung bindet, bevor sie in die Verhandlung zur deutschen Einheit geht. Dass die Volkskammer selbst es beiseite gewischt hat, war eine Vergeblichkeitserfahrung, eine große Enttäuschung. Viel Zeit ist nie, wenn Geschichte gemacht wird. Im Herbst 1989 geht die DDR-Bevölkerung auf die Straße. Die Mauer fällt. Die ersten freien Wahlen in der DDR im Mai 1990 werden vorgezogen auf März. Es siegt die Allianz für Deutschland, die einen schnellen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik vorsieht und keinen Bedarf für eine eigene Verfassung. Noch bis zum letzten Moment sammeln Bürgerrechtler Unterschriften. Die Flagge einer erneuerten DDR soll sein Schwarz-Rot-Gold mit dem Symbol Schwerter zu Pflugscharen. Das Grundgesetz, nicht neu erfunden, aber modernisiert.
Moderner war der Entwurf in Bezug auf Ehe, Familie und Kinder. Wir haben in den Verfassungsentwurf zum Beispiel Kinderrechte reingeschrieben. Wir haben auch Partnerschaften außerhalb der Ehe für förderungswürdig gehalten. Das alles ist hinten runtergefallen. Mit der Währungsunion am 1. Juli 1990 wird klar, die große Mehrheit der DDR-Bürger will die Einheit schnell, ohne Wenn und Aber. Auch außenpolitisch sind die Stunden einer eigenständigen DDR jetzt gezählt. Was hätte die DDR-Bevölkerung, die eine schnelle Einheit wollte, gedacht, wenn wir jetzt angefangen hätten, über eine DDR-Verfassung zu diskutieren? Das wäre unrealistisch gewesen, sodass dann unsere Forderung war, lasst uns zwar den Artikel 23 als Weg, rechtlichen Weg zur Einheit wählen, aber mit ein paar Änderungen. Und es gab konkrete Vorschläge, etwa mehr direkte Demokratie, also ein Referendum auf Bundesebene, die Frage der Minderheitenrechte. Warum stehen die nicht auch im Grundgesetz? Namentlich Kohl und Schäuble sträubten sich gegen eine Ablösung des Grundgesetzes. Die unvermeidlich gewesen wäre, wäre der Osten mit einer eigenen erneuerten Verfassung in die Wiedervereinigung gegangen. Für die Autoren des neuen Sammelbandes zur Verfassungsdiskussion der 90er Jahre ein fatales Nichtereignis, dessen Folgen in die Gegenwart reichen. Die Feier des 75. Jahrestages des Grundgesetzes bei aller berechtigten Würdigung blendet das aus. So wie ich das verstehe als Historikerin, ist das Grundgesetz sehr gut, hat sich bewährt und ist durchaus ein Grund zum Feiern. Tatsächlich stört mich diese 75-Jahres-Erzählung dabei, die, glaube ich, auch nicht notwendig wäre, weil einfach diese 75 Jahre nicht für das gesamte Deutschland gehen. Und aus meiner Perspektive wird damit so eine Symbolik erzeugt, etwas, was im Prinzip den Ostdeutschland ausschließt aus dieser 75-Jahres-Erzählung. Und das finde ich ein bisschen bedenklich. Der Parlamentarische Rat in Bonn hat das in 8 Monaten entstandene Grundgesetz für die neue Bundesrepublik Deutschland verabschiedet. Bei der Verabschiedung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 ist die sogenannte Ostzone mangels Anerkennung nicht beteiligt. Der Neuanfang nach Kriegsende, was beide deutsche Teilstaaten betrifft, ist ein Neuanfang gegeneinander. Im Westen garantiert das Grundgesetz durch Nichteinmischung in Eigentums- und Mitbestimmungsfragen ein bis heute viel bewundertes Wirtschaftswunder. Zum 75. Jubiläum holt jetzt der Bundestag die Urschrift aus dem Tresor. Hier gibt es sie wirklich, die Menschenrechte, die Verfassungsrang haben, Meinungs- und Religionsfreiheit. Erstmals steht die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Papier, wenn auch nur dort. Vergessen scheint, dass das Grundgesetz bis heute Provisorium ist. Der Artikel 146 besagt, dass es seine Gültigkeit verliere an dem Tage, an dem eine Verfassung beschlossen werde. Ich bin der festen Überzeugung, dass damals dieses Provisorium richtig war als Provisorium. Weil klar war, alle Deutschen sollen mitreden. Diese Chance haben wir 1989-90 verpasst, beziehungsweise Helmut Kohl hat sie verpassen lassen. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass das schon ein Fehler war damals. Während die Wendejahre, die Deindustrialisierung des Ostens und die sozialen Verwerfungen anders verlaufen, wenn es eine neue Verfassung gegeben hätte? Ein Recht auf Arbeit und ein Recht auf Wohnen, im Entwurf des Runden Tisches enthalten, klingen sicher gut. Aber wie soll eine Verfassung das garantieren können? Darüber lässt sich streiten. Provisorien halten am längsten, weiß der Volksmund. Das Grundgesetz, heute eine der ältesten Verfassungen der Welt, ist ein gutes Beispiel dafür. Es hat sich bewährt in 75 Jahren West und 34 Jahren Ost. Eine heilige Schrift ist es nicht.